Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Richtige Wahlkanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Multikocher vor. Wie bei unseren anderen Videos üblich, sollte euch dieses Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen. Also lehn dich zurück und viel Spaß! Der Cook in Home 21-850-56 Multikocher von Russell Hobbs hat einen antihaftbeschichteten Innentopf mit einem Bruttovolumen von 5 Litern. Auch wenn die tatsächliche Füllung meist etwas geringer ausfällt, lassen sich damit zum Beispiel Suppen, Eintöpfe oder Gulasch zubereiten, auch für Familien oder Partys. Klassisches Design. Dieser abnehmbare Kochbehälter sitzt unter einem Deckel, der laut Hersteller Kondensationsfeuchtigkeit verhindert. Allerdings verfügt er nicht über einen Tragegriff zum Herausnehmen. Daher sollten Sie nach dem Kochen Ofenhandschuhe verwenden, um sich nicht zu verbrennen. Auf der Oberseite im vorderen Bereich des Geräts befindet sich das Bedienfeld. Dieses besteht aus einer großen Digitalanzeige und verschiedenen Drucktasten, die mit klar verständlichen Symbolen gekennzeichnet sind. Mit diesen Symbolen wählen Sie aus 11 verschiedenen Garprogrammen aus. Von der Joghurtzubereitung über Reis, Sanft- und Dampfgarn bis hin zu Fleisch- und Gemüsegerichten oder auch dem Backen von Brot und Kuchen ist alles dabei. Das Frittieren hingegen ist nicht in der Programmliste enthalten. Die Kochprogramme regeln den gesamten Kochvorgang selbst. Die Temperaturen werden weder angezeigt, noch können sie individuell variiert werden. Deshalb sollten Sie das Frittieren gar nicht erst versuchen. Dafür können Sie einen Timer und zum Beispiel damit auch eine Startzeitvorwahl bis zu 24 Stunden im Voraus einprogrammieren. Nach Ablauf der jeweiligen Programme schaltet das Gerät automatisch in den Warmhaltemodus. Der elektrische Dampfdruck- und Multikocher MD1000 von Rommelsbacher, mein Hans, ist nicht nur ein Multikocher, sondern auch ein Hans im Glück. Mit seinen vielseitigen Anwendungen lassen sich traditionelle Gerichte, moderne Speisen und sogar süße Köstlichkeiten schnell, bequem und fast geräuschlos zubereiten. Von der klassischen Dampfdruckmethode über Kochen, Braten, Backen, Joghurtzubereitung, Slow Cooking und vieles mehr. Mein Hans meistert alle Aufgaben mit Bravour. Neben dem mitgelieferten Zubehör kann sich der Nutzer auf smarte Funktionen und ein kostenloses Rezept freuen. Tefal präsentiert die Turbo Cuisine 5 Liter, eine moderne Lösung für Ihre Küche, die die Zubereitung verschiedener Gerichte erheblich erleichtert. 10 Automatikprogramme sind bereits ab Werk eingestellt, sodass Sie praktisch auf Knopfdruck schmoren, backen, dämpfen und sous vide garen können. Natürlich sind auch individuelle Einstellungen möglich und Sie können Ihre Kreativität freien Lauf lassen. Praktisch ist auch die Möglichkeit, die Startzeit voreinzustellen. So haben Sie pünktlich fertige Speisen, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern wird die ganze Familie satt und die Wärmehaltefunktion sorgt dafür, dass auch Nachzügler gut versorgt sind. In einem ausführlichen Test wurde das Produkt praktisch durchweg gelobt, nur beim Anbraten von Steaks zum Beispiel ist die Hitze für knusprige Ergebnisse etwas zu gering. Der Krups Cook for Me Plus bietet mit seinen integrierten 150 Rezepten eine beachtliche Auswahl, bei der jeder das Richtige für sich finden sollte. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Lieblingsrezepte als Favoriten zu speichern und die Garzeiten anzupassen. Der oft als Wunderkocher bezeichnete Multikocher punktet bei Testern und Kunden vor allem durch seine intuitive Bedienung und die selbsterklärende Menüführung. Dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung des Kochexperten ist das Gerät auch für absolute Anfänger bestens geeignet. Unser Tipp? Da die Zutatenliste nach dem Start des Garvorgangs nicht mehr sichtbar ist, sollte man sich am besten vorher aufschreiben oder abfotografieren. Die Reinigung ist kinderleicht, denn der antihaftbeschichtete Innentopf sorgt dafür, dass nichts kleben bleibt. Außerdem können sowohl der Topf als auch der Dampfeinsatz und der innere Metalldeckel in die Spülmaschine gegeben werden. Leider gibt es keine Timerfunktion für die Warmhalte- oder Aufwärmfunktion. Der 14-in-1 Multikocher Smart Lid mit Smart Cook System und familienfreundlicher Größe bietet ein großzügiges Fassungsvermögen von 7,5 Litern für abwechslungsreiche Mahlzeiten. Sie können darin 1 bis zu 3 Kilogramm schweres Brathähnchen zubereiten. Zur Ausstattung gehören neben der antihaftbeschichteten Keramik-Intopf ein antihaftbeschichteter 4,7 Liter Cook & Crisp Keramikkorb für 1 bis zu 1,8 Kilogramm Pommes, eine Mehrzweckpfanne und ein Edelstahl-Wenderost zum Schichten und Grillen. Die Bedienung ist dank des Smart Lid Schiebers und der großen LED-Anzeige kinderleicht. Sie können zwischen 3 Betriebsarten, Druckgaren, Heißluftfrittieren und Dampfkombi, umschalten und aus einer breiten Palette von 14 Kochfunktionen wählen. Dazu gehören zum Beispiel Druckgaren, Heißluftfrittieren, Grillen,
Backen, Dörren, Teig aufgehen, anbraten, Soßendampf garen, langsames Garen, Joghurt und Dampf garen, Heißluft frittieren. Ein Highlight ist laut Rezension das integrierte Smart Cook System für perfektes Fleisch- und Fischgerichte. Das digitale Bratenthermometer misst die Temperatur während des Garvorgangs und ihr Fleisch gelingt punktgenau von Rare bis Well Done. Auch selbstgebackene Brote, Kuchen und Pommes gelingen nach Angabe der Nutzer gut. Das gesamte Zubehör kann zur einfachen Reinigung einfach in die Spülmaschine gegeben werden. In Kanada ist die Firma Instant Pot beheimatet, deren Produkte international bereits viele Fans gefunden haben und auch verstärkt auf den deutschen Markt brennen. Eines dieser Produkte ist der IP Duo 60, ein vollautomatischer elektrischer Multifunktions-Schnellkochtopf. Das Garen mit der Druckfunktion mit zwei verschiedenen Druckstufen soll die Garzeit im Vergleich zum herkömmlichen Kochen um bis zu 70% reduzieren und zudem wesentlich vitamin- und nährstoffschonender sein. Doch das ist nur eine Facette aus einem Fächer von Anwendungsmöglichkeiten. Der IP Duo 60 soll ebenso gut als langsamer Kocher im Niedertemperaturmodus, als Bräter, Reiskocher, Dampfgarer, Aufwärmer oder Joghurtbereiter funktionieren. Insgesamt 14 Mikroprozessor gesteuerte Programme sowie verschiedene manuelle Einstellmöglichkeiten sollen zu ziemlich perfekten Kochergebnissen führen. Zudem ist eine Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden möglich. Nach Beendigung eines Garprogramms schaltet das Gerät automatisch einen Warmhaltemodus von bis zu 10 Stunden, der manuell auf bis zu 99 Stunden verlängert werden kann. Nutzer berichten, dass das Gerät im Betrieb kaum Wärme abstrahlt und zudem sehr leise ist. Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern bietet der IP Duo 60 genügend Platz und Mahlzeiten für mehrere Personen. Mit Außenmaßen von 33 x 31 x 32 cm benötigt er dafür recht wenig Stellfläche. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein großer spülmaschinengeeigneter Edelstahl-Innentopf mit dreischichtigem Sandwichboden, ein Edelstahl-Dampfeinsatz sowie verschiedene Tassen und Löffel. Die Steuerung des Geräts über das große Bedienfeld mit LED-Anzeige und verschiedenen Softkeys auf der Vorderseite wird als relativ unkompliziert beschrieben. Schnellkochen ohne Herd. Das verspricht der elektrische Schnellkochtopf von iCook. Er arbeitet mit drei wählbaren Druckstufen und kann neben dem Kochen auch Speisen warm halten. Verschiedene Programme helfen bei der richtigen Zubereitungsart. Außerdem gibt es eine Timerfunktion. Das Fassungsvermögen von 6 Litern passt in mittelgroße Haushalte. Mit einer Leistung von 1000 Watt soll der Schnellkochtopf in einer angemessenen Zeit fertig sein. Dann arbeitet er laut den Nutzern zuverlässig und auch die Programme sind ansprechend. Auch die Verarbeitung und Qualität werden als gut beschrieben. Das einzige Manko liegt in der Handhabung, die als kompliziert beschrieben wird. Ein fehlendes Handbuch macht diese Sache leider nicht besser. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welcher der Multikocher ist euer Favorit? Schreibt's mir in die Kommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Richtige Wahlkanal.